Hallo, heute machen wir mal die fünfte Folge von Schöner Hausbau und du bist ja auch dabei. Ja, hallo, ich grüße euch alle ganz lieb. Oh, jetzt sieht kein gutes Wetter auf. Ja, dann legen wir mal los. Ja, dann erzähl doch mal, was wir vorhaben zu bauen. Wir wollen hier so, ich baue hier so eine Bienenfarm, eine Honigfarm und du baust ja so ein Lager, ne? Gut, dann legen wir mal richtig los dann. Ja, dann würde ich sagen, ich mache das Lager hierher, wa? Irgendwie. Und hier mache ich dann die Bienenfarm. Weil wir wollen hier auch mal so eine Bienenfarm bauen. Ja. Brauche ich das? Ich mache die jetzt ein bisschen größer. Doch ein bisschen weiter weg. Ja, ich habe schon die 3.0 bei Erkundungskraft gemacht. Ja. Mein Block. Du baust das Lager aus Steingut. Ist ja kein Wohnhaus, ein Lager. Das braucht dann ja nur ein Stockwerk, beziehungsweise das Erdgeschoss. Das würde eine gute Blume sein. Guck mal, so ein Bienennest, das auch vielleicht. Oder muss das einen Baum spornen? Mal gucken, was funktioniert. Nochmal zwei Bienen rein. So, jetzt gucke ich mal. Du hast ja dein Haus hierher gemacht. Wo ich dann die Türen mache. Oh, das sieht ja schon richtig nett aus. Oh, da sind ja richtige Bienen. Das ist ja richtig cool. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne die Version noch gar nicht. Weil ich da gar nicht reingeschaut habe. Dann hier mache ich dann so eine Tür. Welche Tür soll ich denn da einbauen? Ja, das funktioniert. Das Nest wird aufgefüllt. Mit zwei Bienen wollen wir das machen, ne? Schnell zumachen. Zack. Ja. Die Bienen, die haben es erkannt. Vielleicht mache ich noch mehr, ne? Ja, mach mal so, wie du das denkst. Und ich mache irgendwie das Lagerhäuschen. Sind ja Bienen rausgekommen.
Wird denn hier der Honig verkauft oder was? Ja, wir können noch einen Honigladen vielleicht machen, ne? Ja, ich dachte, dieses Lager, ob das hier gelagert wird, also wie auch immer, es muss ja für irgendwas genutzt werden. Mhm. Dass du irgendwas vorhast. So. Ich mache jetzt einfach ein Fantasielager, ne? Was ich so denke. Mhm. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall wird viel Platz sein, hoffe ich. Na, nochmal Bienen. Aber die Bienen finde ich ja cool, echt. Die sehen witzig aus. Typisch Minecraft, ne? Das Bienennest geht schon richtig voll. Muss ich jetzt noch was reinmauen? Twitter noch funktioniert. Funktionieren. Hier drückt man auf den Knopf, wird das rausgeholt. Wir können mit Trichterstraße auch machen. So, es wird dann, dann wird der Honig auch hier im Lagerhaus. So könnte man das auch machen. So. Achso. Ich denke, der muss ganz voll sein. Bienen. Ja, die machen hier machen ja richtig Geräusche. Wow, das sieht ja richtig cool aus. So. Gucken, was auch funktioniert. Ach, das wollte ich. Letztes Mal haben wir die Badeanstalt hier gebaut. Ja. War auch cool.
Nur die eine Biene findet das gerade noch nicht. Die eine Biene ist, habe ich ihn verwirrt. Ich denke, du musst zu diesem Nest, aber nicht. Was sind das überhaupt so? Oder hat das nur so funktioniert? Ups. Nein, das ist nicht ganz voll. Oh. Machen wir es mal mit. Ich denke, das ist ein ganz gutes Lager. Kann man gut was lagern. Ja, es funktioniert, es funktioniert. Es fliegt nur ganz weit weg. Fliegt ganz weit weg nur. Ich dachte, das war aufgesammelt. Da müssen wir trichtern. Das hat funktioniert. Die ganzen Bienen sind weg. Ach, die sind bestimmt hier drin. Oh. Wir könnten das so machen, auf der anderen Seite wird es mit einer Schere gemacht und auf der anderen Seite wird das mit einer Flasche gemacht. Wollen wir das so machen? Schere, Flasche? Ich verstehe das jetzt leider nicht ganz, was du meinst. Ich mache das immer so. Was denn? Ich nehme einfach hier eine Flasche. Ja. Ich denke, die Bienen sind weggeflogen. Hast du mal die Tür zugelassen? Mal ganz viele rein. Die sind. Nein, die gehen jetzt raus. Zum Glück die anderen nicht.
So. Wie findest du das denn schon mal? Mein Lager. Guck mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir lagern noch ein bisschen Heu ein. Mhm. Kann man schon ziemlich viel reinmachen. Mhm. Wir können ja auch eine Truhe mit Heu machen, Leute. Stroh. Ach, warte mal. Muss ja dann alles noch befüllt werden. Gibt es dann eigentlich auch Honig hier? So eine Hütte oder so? Hm, können wir alles machen. Wo pieksen die? Irgendwie funktioniert das nicht. Der schmeißt die. Da ist ja richtig Flaschen mächtig mit. Was los da drinnen. Ach so, es funktioniert. Es funktioniert. Das funktioniert ja richtig gut. Ja, haben mich auch meine Bienenfarben gemacht. Honigfarben. Schön. Sieht doch richtig gut aus. Gibt's da eigentlich einen Eingang? Nö. Nein, das macht. Da muss, na, muss man nicht rein. Lieber nicht, wahr? Mhm. Und wenn du da auf den Knopf drückst, was passiert da? Dann wird es geerntet. So. Ach so. Manche sind hier verwirrt. Ja. Ja, so sieht dann die Bienenfarm aus. Und das Lager. So, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ja.
Okay. Muss bloß eben noch mal kurz. So. Ja. Warte mal. Guck mal. Damit man weiß, also dieses Schild bedeutet für unten und das daneben rechts heißt oben in der Kiste. Da ist die Grassaat drinne und hier unten ist die Strohernte drinne. Und hier, ja, da habe ich jetzt Blumen, da wollte ich noch mehr reintun, aber habe ich noch nicht geschafft, ist ja klar. Bin ja erst im Aufbau. Mhm. So, dass man weiß, was in den Kisten ist. Und hier sollte da eigentlich der geerntete Honig rein, da können wir die Flaschen reintun oder was in was das abgefüllt ist. Und hier weiß ich noch nicht so genau. Darfst du dir überlegen? Na, wir sind jetzt bei 21 Minuten. Aber ich finde die Bienen so niedlich. Wollen wir das nochmal kurz zeigen? Ja, wir sind schon bei. Ich habe auch extra das Lager so ein bisschen für die Bienen so gestaltet, wie soll ich denn sagen, mit den Waben in den Bildern. Also, was da jetzt neu ist. Ist ja ganz toll. Oh. Wie die da rumfliegen. Hier ich finde das richtig cool. Hier werden die Waben gemacht und hier wird hier den Honig gemacht. Ich höre das immer so blub blub. Nee, fliegen da rein. Ja. Das ist ja mega cool geworden. Oh, der andere ist schon voll. Der andere, ja, ich höre das, das tropft ja schon. Die richtig. Arbeiten ganz schön. Ich sag ja, die sind fleißig, die Bienchen. So funktioniert das dann. Der fliegt richtig weit. Ja, vielleicht in der nächsten Folge machen Ach, wir jetzt das essen die das da unten? Nein, wir müssen da Trichter hin machen. Hm? Und ja, und dann wird es da auch aufgesammelt, soll eine Truhe geben. Ja, ich habe eine Truhe. Brauchst du eine? Aber wir sind schon bei 22, wir wollten eigentlich ja bei 20 das Video beenden. Wollen wir jetzt das Video dann beenden? Können wir gerne machen. Dann nächste Mal mit unserem Thema sind wir dann wieder da, aber das verraten wir noch nicht. Wir planen nämlich schon was und hoffen, dass ihr auf jeden Fall wieder reinschauen werdet. Mhm. Auf jeden Fall würden Jonas und ich mich super freuen. Ihr könnt ja auch mal einen Daumen hoch machen oder irgendwas Nettes schreiben, wenn ihr möchtet. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Also dann verabschiede ich mich. Mhm. Ja, und ciao.